Servus, grüß Sie und willkommen bei Paulus von Küche. Willkommen aus London, aus dem Supermarkt. Wir werden heute mal checken, wie die hier aufgestellt sind, was es so gesunde, vegane, proteinreiche Lebensmittel gibt. Ich nehme euch mit. Let's cook, Alter. Alleine schon dieser Einkaufswagen ist absolut phänomenal riesig. Junge, da passen zwei Carminas rein. Gebt euch einfach mal, wie riesig dieses Teil ist. Da oben geht es dann auch weiter zu Klamotten, Fresh Kitchen. Keine Ahnung, was hier abgeht, aber absolut grandios riesig. Wir schauen hier gleich mal in die Gemüseabteilung, aber die bedienen sich hier anscheinend gut. Ich werde auch gleich mal die Preise abchecken, was hier so der Unterschied für deutsche und österreichische Supermärkten ist. Letztens waren wir in einem Tesco Express, das ist so ein kleinerer Supermarkt. Da waren die Preise, finde ich, gar nicht so hoch. Vielleicht leicht gehoben, wie jetzt in Österreich, wenn du bei so einem kleineren Supermarkt einkaufen gehst. Aber ansonsten... Ja, okay, 6,75 per Kilo pro Tomaten. Sind alles Pounds natürlich, das heißt, musst du ein bisschen umrechnen. Ich glaube, 1,20 ist so der Wechselkurs. Heißt, ja, wir werden gleich mal schauen, was so normale Preise sind. Was mir aber auf jeden Fall auffällt, dass extrem viele Plastikverpackungen sind, vor allem auch Äpfel in anderen Supermärkten, sind eigentlich alle mit Plastik verpackt. Und hier auch so ganz kleine Portionen auch. Manche Erdbeerpackungen waren irgendwie so 200, 300 Gramm und trotzdem in Plastik verpackt. Einfach recht kleine Portionen und hat trotzdem viel Müll. Und trotzdem so 3-4 Dollar. Was nicht ganz so geil ist. Was? Trotzdem 3-4 Dollar, ja, oder Pounds. Also Pounds. Ja, die Äpfel 6,40 pro Kilo, Alter. Okay, das sind noch British Mini Apples. Keine Ahnung, warum man solche Mini Äpfel kaufen will oder möchte, vielleicht weil es süß aussieht, aber jeden Grund dafür gibt es eigentlich nicht, würde ich sagen. Oder wer steht auf Mini Essen? Also Bodybuilder ganz bestimmt. Das sieht in meiner Hand dann so aus. Was? Hä? Was man auf jeden Fall sagen kann, die Supermärkte sind kalt. Es ist arschkalt. Es gibt überall so richtig geile Sachen. Ja. Yeah. Schön fertiges Zeug. Perfekt. Für Pausen und Küche. Aber ich sehe hier echt nur so richtig kleine Gemüseportionen. Also ich weiß nicht, wie das bei Tiefkühlpackungen ist. Ich habe nämlich auch Tiefkühlgemüse gekauft. Da waren auch immer nur so 120 Gramm kleine Packungen drin. Und nicht alles in einer. Ich verstehe nicht, warum man das extra nochmal portionieren muss. Aber hier sehen wir gleich mal, den habe ich mir sogar auch gestern schon geholt. Smoky Vegan Ham. Denn der hat 2 Gramm Fett. 14 Gramm Eiweiß, ziemlich viele Inhaltsstoffe, aber ein geiler Geschmack. Und hin und wieder für ordentlich Protein definitiv nice. Das ist einfach eine komplette vegane Abteilung. Bis hier nach hinten. Hier gibt's alles. Salami, veganes Chicken, Käse, Pizza, Macaroni-Gratin. Alter, das ist Paradies, oder? Andere Seite auch noch. Ja, ich sehe nur Chicken Breast. Also hier. Camembert, oha. Ein Produkt habe ich gestern schon gesehen. Das ist zwar leider eine kleine Verpackung, also ich glaube, da sind sogar 120 Gramm drin, aber wir haben 1 Gramm Fett, 25 Gramm Protein für veganen Bacon. Also warum muss man normalen Bacon essen kann, wenn man das haben kann? Oder zum Beispiel hier habe ich mir auch gerade schon angeschaut. Die Marke kennt ihr vielleicht auch aus Deutschland und Österreich. Hat auch 21 Gramm Protein, was ich hier noch sehe. Veganes Minced hat genauso 18 Gramm Eiweiß. Also hier gibt es einfach alles. Vegetarian Sausages, auch 20 Gramm Protein, 5 Gramm Fett. Also ich muss sagen, London, ich bin begeistert. Was ist hier teilweise für Zeug, Alter? Ich schwöre, also das sind die Tage zu wenig, die wir hier sehen. Okay, während der Tofu ist jetzt nichts Besonderes. Aber zum Beispiel hier diese Chicken Filets, mal schauen. 2 Gramm Fett, 16 Gramm Eiweiß. Junge, brutal. 20 Euro, das sind 20 Pounds pro Kilo, ist da zwar dementsprechend teuer, aber für veganes Essen. Wieso nicht, wenn man auf Fleisch verzichten kann. Aber da kann man sich definitiv alles raussuchen, was das Herz begehrt. Wenn man Chicken mag, holt man sich was Chicken. Wenn man Salami mag, Salami. Wenn man Rindfleisch isst oder Schweinefleisch, hat man hier trotzdem auch die Auswahl des Todes. Also mal schauen, was es dann tiefgekühlt hier sogar noch gibt, weil das ist schon mal crazy. Also auf jeden Fall auch sagen muss, die Milchindustrie ist anscheinend in England noch sehr riesig. Also hier gibt's krank viele normale Milchcontainer und im Vergleich dazu recht wenig vegane Milch. Also ich sehe eigentlich nur Oatly, dafür ziemlich günstig. Also so, das ist sogar mehr als ein Liter, oder was? 1 Pound pro Liter, kann nicht ganz sein. Auf jeden Fall ziemlich günstig. Also 1,30, 1,40 kostet in Wien wahrscheinlich doppelt so viel. Aber trotzdem sehe ich hier nicht viele andere Auswahl. Also Alpro, keine Ahnung, ob es noch eine andere Abteilung gibt. Aber Alpro haben wir schon gesehen, nur in den anderen Läden. Das stimmt, ja.
Aber jetzt nachspeisen hat Camilla zumindest hier ein paar Brownies und Tiramisu gefunden. Das ist gut. Oder Cheesecake, Cheesecake. Dairy-free Margarine. Mal schauen, was da so die Nährwerte sind. Ist Margarine nicht immer dairy-free? Nee. 45 Gramm Fett, 63 Gramm Fett, da ja, gibt es sicher auch andere. Aber hier gibt es auch so Bland Butter, also auf jeden Fall gute Dinger. Organic Vegan Spread, 75 Gramm Fett, perfekt, die Masse kommt da drin. Okay, ich habe auch noch mal eine eigene Abteilung gefunden, einen eigenen Schrank. Hier gibt es auch einfach den Cold Brew von Starbucks. Das ist gar nicht Starbucks, oder? Ja, das ist nicht Starbucks. Ich dachte, das ist Starbucks. Auf jeden Fall auch so Almond Milk, keine Ahnung, was an der besonders ist, aber ansonsten auf jeden Fall auch gute Auswahl. Hier haben wir die Alpro Milch, hier noch mal andere Oat- und Sojasorten. Also wir haben schon was am Start, so eine Chocolate Milk. Hätte ich auch wieder mal Bock drauf. Eine Sache gibt es auf jeden Fall genug. Oh, der ist und zwar Reis. Also 10 Kilo Packungen, das ist stabil. Ist der aufgegangen oder was? Und was ich gerade auch sehe, einfach mal 5 Kilo Linsen, Alter. In Paul im Supermarkt Himmel. Ist crazy. Mehr brauchst du nicht, ne? Das ist schon absolut verrückt. Das ist ein Paradies, würde ich sagen. Also auf jeden Fall krass zu sehen, dass es echt viele verschiedene Reisarten und auch sogar geriebener mit einem gemahlener Mais in riesen Portionen am Start sind. Auch so Yam und auch für Fufu. Also scheint die afrikanische Küche auch gut am Start. Chicken, oder? Keine Ahnung. Hä? Was? Warum ist das so lustig? Wie, warum ist es lustig? Ja, warum lachst du so? Hä? Lies mal, wie es heißt. Cock-Flavor. Also Cock-Flavor. Also mich haben ja eigentlich schon ein paar vorgewarnt, dass es hier teuer wird. Aber ich sehe gerade, Vollkornnudeln 1,50, rote Linsennudeln 1,50. Also das sind crazy Preise. Da kann man sich echt bedienen, kann man den Einkaufswagen voll machen und ist trotzdem noch günstiger dran als in Österreich oder Deutschland. Das muss man sagen bis jetzt. Der Supermarkt hier ist absolut bombenmäßig, heißt Sainsbury's. Und ist einer der größten. Also ich war noch nie in dem größten Supermarkt, glaube ich. Vielleicht in Amerika einmal, aber ansonsten von der Auswahl hier absolut krank. Hier ist auf jeden Fall das Cupcake-Paradies. Ja, alles vegan, einfach Lemon Cake. Wahrscheinlich mit Top-Nährwerten. Die besten Nährwerte, einfach nur weil es gut ist. Aber ab und zu kann man sich auch mal ein bisschen gönnen. Aber was ich ein bisschen schade finde, hier gibt es immer so viel krasses verpacktes Brot, genauso wie in Amerika. Bagels sind dafür auch nice, checke ich auch nachher nochmal ab. Aber ansonsten so frisches Brot, ich glaube hier hinten, hinter uns, muss ich auch gleich mal schauen. Aber sonst hier, schade, dass es so viel verpacktes Brot gibt, würde ich mal sagen. Jetzt weniger frisch. Ich weiß auch nicht, wie sehr das gekauft wird. Oh, hier haben wir gleich Bagels. Red Onion Chive. Aber ich schau, der Preis, Digga, das ist die Hälfte oder ein Drittel von Amerika. Verrückt, Alter, verrückt. Obwohl es sogar geilere Sachen gibt. Was man auch sagen muss, die Auswahl hier an Proteinpulvern und generell Supplements ist sogar recht groß. Also in Supermärkten bei uns gibt es ja meistens nur irgendeinen Dreck. Hier fehlt aber eine Sache auch unbedingt und das ist natürlich Rocker. Also ich hoffe irgendwann, dass Rocker nicht nur in London am Start ist, sondern auch in Afrika, in Amerika, wo auch immer man einkaufen will, dass man Rocker hinbestellen kann und einfach die geilsten Subs am Start zu haben. Dann stehen die vielleicht auch irgendwann hier im Supermarkt, egal. Wäre auf jeden Fall ein geiles Ding, deshalb unbedingt immer fleißig über den Code Paul supporten, bestellen, euren Freunden erzählen und dann direkt expandieren und größer werden und allen von den geilsten veganen Supplements erzählen. Camilla gerade gezeigt, Vegan Cheese Sauce, Vegan Bolognese Sauce und Vegan Pesto. Von den Kalorien hier, ich kann es nicht mal ganz erkennen, besteht auf jeden Fall hauptsächlich aus Raps und Olivenöl, was jetzt nicht so schlecht ist. Und ist sogar Tofu drin, ha? Aber ich kann, ah hier ist schon Nährwerte. 34 Gramm Fett, geht klar. Ich glaube, das nehme ich sogar mit, um es zu testen. Ist auch dieselben Soßen wie in Amerika, nur leider ohne Zucker, beziehungsweise mit Zucker halt hier in der Art. Und ganz viele Brown Soßen. Ich weiß nicht, was das sein soll. Da steht hier auf jeden Fall hinten drauf, dass die für Eier ganz gut sind. Ich habe es einfach mitgenommen, geht auch für Potatoes. Und hier haben wir zum Beispiel eine reduzierte. Da man dann nur 86 Kalorien pro 100 Gramm, ist eigentlich auch noch relativ viel. Besteht, glaube ich, hauptsächlich aus Essig, Zucker, nochmal Essig, Datteln, modifizierte Stärke und ein bisschen Mehl. Naja, und ein bisschen Karamell. Ja, also in Deutschland und Österreich ist das auch alles zugeklappt. Hier ist das halt offen. Liegt wahrscheinlich auch schon den ganzen Tag rum. Ich sehe jetzt hier nichts Krasses, auch nicht beim Brot, zumindest Sourdough, aber ich habe jetzt kein Vollkorn zum Beispiel gesehen. Aber ansonsten ja, eigentlich mittelmäßige Auswahl, nicht extrem viel, aber kann man sich auf jeden Fall schon bedienen. Also mit einem geilen Baguette. Das ist schon sexy, muss man sagen. Das wäre schon geil. Wir sind bei den Zero-Getränken angelangt und hier sehen wir schon mal, es gibt Sorten, die ich sonst noch nie gesehen habe. Fanta Twist Zero. Ja, Fruit Twist Zero. Ansonsten 7-Up. Lemon Lime Zero. Das kenne ich gar nicht. Lilt gibt es ja auch in Zero. Gedeiht ohne Koffein. Und hier auch nochmal ein Sublime. Aha. Kenne ich nicht. Da auch nochmal Cherry. Und dann geht es zu Pepsi Max. Da gibt es auch einige Sorten. Aber ansonsten gar nicht so viel Auswahl. Aber ich würde sagen, im Vergleich zu Amerika definitiv stark besetzt. So günstiges Gemüse habe ich mein Leben noch nicht gesehen. Ein Pound für ein Kilo fucking Brokkoli. Ist ja absoluter Bodybuilder-Traum, what the hell. Stabil. Also Leute, Nummer 1, Nummer 2, Nummer 3, Nummer 4,
Nummer 5. Nummer 6. Ja, eher so 5. 5 fucking ganze Dinger das hier. Das ist auch noch vegan, komplett das ist vegan. Nur auch glutenfrei. Da steht so free from. Ich bin mir jetzt nicht, ob alles vegan ist. Hier sind auch Fischstäbchen. Vegane. Das sind aber keine veganen Fischstäbchen. Gluten-free Fischstäbchen. Okay. Also mein Vorschlag an euch, fahrt einfach mal nach London, nach England. Ich weiß nicht, ob es in jedem Supermarkt so aussieht. Aber das ist einfach nur absolut krank, was es hier gibt. Eine Sache interessiert mich auf jeden Fall noch blendend, brennend, was auch immer, und zwar Cereal-Abteilung. Hier ist einfach alles full. Voller Granola, voller Cornflakes, alles am Start. Du hast gleich mal normale Cornflakes, wie die im Vergleich von den Preisen her sind. Das ist 4 Pounds für 700 Gramm. Also, keine Ahnung, 5 Euro. Okay, das ist aber stark. 2 Pounds, das ganze Ding, ist gut. Und die anderen sind, würde ich sagen, ja, durchschnittlich. Im Vergleich zu Amerika immer noch auf jeden Fall deutlich günstiger. Einfach nur krank, was es hier gibt. Ich würde sagen, ich beende das Video an der Stelle. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ich hoffe, ihr habt eine kleine Inspiration bekommen, was man hier in London wirklich für kranke Dinge, für kranke Schnapper machen kann im Supermarkt und sich einfach vegan absolut crazy ernähren kann. Versucht in andere Länder zu reisen, testet neue Sachen aus oder begeht euch einfach ins richtige Land, wo man die größte Auswahl hat. Aber in Berlin oder Wien oder generell in Europa ist ja mittlerweile sehr, sehr gut. Ansonsten hier in London, absolut geflasht, was hier am Start ist. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Abo nicht vergessen. Bis zum nächsten Mal. Keep cooking, keep pumping. Stay vegan.